Hallo liebe Staubsaugerfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt es den zweiten Teil zum WEG-Tidy Nimble T8 Roboterstaubsauger. Ein 2-in-1 Roboterstaubsauger mit einer Saugfunktion und einer Wischfunktion. Ihr könnt schon hier sehen, der kann auch hier ganz einfach nass rauswischen. Also hat hier so eine Wischmopp-Funktion mit dabei. Das Ganze ist hier wirklich sehr praktisch und sehr geschickt. Und auch die geringe Bauhöhe eignet sich wirklich sehr gut dafür, dass man praktisch einen Roboterstaubsauger hier überall einsetzen kann, zum Beispiel auch hier in größeren Räumen mit vielen Möbeln, wo zum Beispiel dieser Roboterstaubsauger auch hier mal unter der Couch reinigen sollte. Wir werden jetzt also heute mal angucken, mal hier zuallererst noch kurz in Betrieb nehmen, mal kurz hier nochmal die ganzen Sicherheitsfeatures bzw. die ganzen Folien entfernen. Dann wird man hier die App herunterladen, das Ganze mal hier aneinander verbinden und dann wird man auch hier gleich den Praxistest durchführen. Einmal hier ein ganz normaler Test hier mit der eigentlichen Saugeinheit und dann wird man auch hier selbstverständlich mal diesen Wischmopp dann mal in Betrieb nehmen. Es bleibt also spannend, bleibt daher bis zum Schluss dran, dann würde ich sagen, starten wir auch sofort durch. Noch eines vorab, der Roboterstaubsauger, wie er praktisch hier steht, mit diesem Komplettset, also hier mit dieser Saug- und Wischfunktion, der kostet roundabout 170 Euro und ihr könnt ihn ganz einfach hier euch auf Amazon bestellen. Ich werde euch den hier unten in der Videobeschreibung mit rein verlinken, schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Produktseite. Also es lohnt sich dort mal drauf zu schauen, sich den mal anzugucken und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich mal kurz hier nochmal in die Nahaufnahme rein und werden uns den nochmal kurz hier im Detail uns anschauen. Also so sieht es im Grunde aus. Ich habe euch den ja schon mal in einem vorherigen Video im ersten Teil euch ausführlich gezeigt und dort haben wir auch nochmal die Anleitung durchgegangen, die auch hier mit dabei ist. Also das ist ja praktisch jetzt hier die Bedienungsanleitung. Die gibt es auch hier selbstverständlich in deutscher Sprache. Also hier habt ihr praktisch alles auf Deutsch erklärt und könnt euch nochmal hier selbst ein separates Bild von diesem Roboterstaubsauger machen. Da wird alles hier wirklich präzise erklärt. Ihr könnt schon sehen, wie ihr den praktisch hier bedient mit der Fernbedienung. Aber es gibt auch hier die Möglichkeit, das Ganze hier selbstverständlich mit einer App zu bedienen und ihn praktisch somit dann ganz einfach zu steuern. Also sehr gut gemacht. Ich würde euch sagen, schaut euch das auf jeden Fall nochmal an, das erste Video dazu. Dort habe ich das auch nochmal hier ausführlich erklärt. Dann gehen wir kurz auf den Roboterstaubsauger ein. Ihr könnt schon sehen, wir haben zum einen mal hier diesen Saugmopp, der wird unten dran gesteckt. Und so sieht der Roboterstaubsauger im Großen und Ganzen aus. Der hat hier sehr flache Abmaße, ist nur 7,3 cm hoch, sprich, der ist hier wirklich sehr flach. Der kommt praktisch hier überall runter, auch unter eine Couch oder unter einem Möbelstück und kann praktisch hier somit dort auch problemlos reinigen. Wir drehen ihn nochmal kurz hier um. So sieht er im Grunde von unten aus. Also er hat hier Besonderheiten, wie zum Beispiel hier zwei Bürsten, einmal rechts und einmal links. Somit kann er hier wirklich präzise auch die Ecken sauber machen, was auch hier schon mal ein deutlicher Vorteil ist. Denn bei vielen günstigeren Modellen gibt es oft nur eine seitliche Bürste, was natürlich nicht immer so geschickt ist. Da haben wir praktisch hier die Saugeinheit, da wurde im Grunde hier alles eingesaugt. Das könnt ihr ganz einfach auch rausmachen. Ich zeige es euch mal kurz. Also hier könnt ihr den ganz einfach warten, nehmt den einfach raus und da habt ihr praktisch hier nochmal diese Bürste dran. Da sind auch so Gummilamellen und auch hier nochmal so kleine Bürsten dran, sprich, der ist hier für jeden Untergrund sehr gut geeignet und das könnt ihr ganz einfach auch hier reinigen. Und dann ist auch schon drin, da unten haben wir jetzt praktisch den eigentlichen Staubbehälter, könnt ihr ganz einfach rausmachen und dann wird im Grunde hier der Staub aufgefangen. Also so sieht es jetzt praktisch aus, da habt ihr praktisch die Staubauffangluke und hier könnt ihr ebenfalls dann das Wasser reinleeren, könnt ihr schon sehen, da ist so ein Symbol drauf, da kommt im Grunde hier das Reinigungsmittel bzw. das Wasser rein, einfach hier aufmachen, reinleeren und dann wird es praktisch hier dann auf den Wischmopp aufgetragen und der Wischmopp, der kommt praktisch hier unten dran, werde ich auch gleich nochmal zeigen, der wird hier praktisch angedockt, sodass praktisch hier anhand von diesen Reinigungsdüsen, könnt ihr schon sehen, da tropft im Grunde hier das Wasser runter und ja, befeuchtet praktisch hier diesen Wischmopp. So, das Ganze kommt praktisch wieder so rein und das ist ja die Wischmopp-Einheit und wenn ihr die praktisch verwenden wollt, einfach hier draufklicken. So, dann wäre der Wischmopp auch schon drauf und ihr könnt praktisch hier mit diesem Roboterstaubsauger das Ganze einfach reinigen und der ist auch hier mit so einem Klettverschluss drauf, also sprich, ihr könnt ihn jederzeit abmachen und auch hier selbstverständlich dann nochmal reinigen. So, dann drehen wir es mal kurz um wieder. Ich denke mal, ihr habt alles gesehen. Wir gehen mal kurz hier die Vorderseiten durch. Damals praktisch hier diese Sensoreinheit drauf. Also hier sind im Grunde die Sensoren verbaut. Und dann habt ihr praktisch auch hier so einen Bumper mit dabei. Also hier so eine Gummierung, dass er praktisch auch hier geschützt ist. Ich würde sagen, wir werden es einfach mal kurz hier in Betrieb nehmen. Dazu müssen wir jetzt hier zuallererst mal kurz diese Sicherungselemente entfernen, die praktisch hier als Transportschutz dienen. Macht ihr ganz einfach weg und dann legt ihr die am besten mal beiseite. Und dann könnt ihr praktisch hier das Ganze entfernen und die ganzen Schutzfolien erstmal hier abmachen. Dann gibt es hier natürlich auf der Unterseite noch ein paar Schutzfolien dran. Auch das am besten mal kurz hier entfernen.
So. Und dann wäre er im Grunde auch bereit und ja, dann könnt ihr den praktisch auch hier wieder einsetzen. So. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal kurz. Wir werden mal hier zuallererst diese Ladestation selbstverständlich mal irgendwo aufstellen. Die müssen wir natürlich jetzt hier auch so aufstellen, dass praktisch hier die Abmaße eingehalten werden. Und da wird nochmal ganz genau beschrieben, wie man das praktisch hier macht. Also hier, so stellt man die hin. Da müssen wir praktisch seitlich dann auch hier diese Abstände einhalten und auch nach vorne 2 Meter. Sollte ja schon Platz haben, damit im Grunde hier nichts passieren kann. Also ich habe jetzt eine Roboterstaubsauger jetzt mal so hier hingestellt mit der Aufladestation. Ich habe jetzt hier auch die Maße eingehalten. Ihr könnt schon sehen, der ist im Grunde jetzt hier ausreichend von der einen Seite entfernt. Und auch hier hat es reichlich Platz und auch hier zu dieser Seite kann man praktisch hier bedenkenlos das so hinstellen. Da würde ich sagen, stellen wir den mal kurz in die Ladestation rein, lassen ihn mal kurz ein bisschen aufladen, bevor es dann zur eigentlichen Inbetriebnahme übergeht. So, der lädt jetzt auf, wir können schon sehen, der piepst jetzt auch fleißig und auch hier wird schon angezeigt, dass er im Grunde jetzt hier lädt. Und das Ganze leuchtet hier so grün auf und dann würde ich einfach mal sagen, wir jetzt mal kurz hier direkt mal in der App integrieren und den mal hier dann an das WLAN hier anbinden. So, ich habe jetzt hier die WEG-Tidy-App heruntergeladen, könnt schon sehen, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt werden wir mal hier kurz das Gerät hinzufügen, da wird es ja auch hier oben schon angepriesen, der Nimble T8, und wir werden mal kurz hier auf Gerät hinzufügen. Jetzt wird im Grunde hier gesucht und da könnt ihr schon sehen, wir haben jetzt hier den T8 in Reichweite. Den klicken wir jetzt an und da werden wir jetzt praktisch hier das Ganze koppeln. Da wird es auch ganz schön erklärt, wir müssen erstmal kurz das Gerät einschalten und danach müssen wir praktisch hier den An-Taste und auch hier die Home-Taste 5 Sekunden lang gleichzeitig drücken, um praktisch hier das Gerät koppeln zu können. Das machen wir jetzt kurz. Wir werden das mal kurz hier anschalten. Also der wäre jetzt praktisch hier schon an. Hier 5 Sekunden lang so drauf. So, jetzt könnt ihr schon sehen, da leuchtet das WLAN-Symbol auf, das blinkt hier. Und der möchte sich jetzt praktisch hier mit dem WLAN verbinden. So, jetzt gehen wir kurz in die App rein und dann sehen wir auch schon, dass wir hier fertig sind. Wir werden jetzt mal kurz hier starten. Da wird auch nochmal alles erklärt, wie man das praktisch ganz genau macht, bis es praktisch reingeht. Dann gehe ich mal kurz hier drauf und dann kann man schon sehen, jetzt können wir praktisch hier das WLAN auswählen. Das werden wir mal kurz und dann werden wir hier mal kurz das WLAN-Passwort auch eingeben. So, ich habe es hier jetzt eingegeben. Jetzt müssen wir uns hier mal mit dem WLAN von diesem WEG-Tidy verbinden. Und das machen wir jetzt ebenfalls kurz. Wir gehen mal kurz hier auf Verbinden drauf. Da wird jetzt praktisch hier der WEG-Tidy schon angezeigt. Da verbinden wir uns drauf und ja, dann geht es auch schon weiter. Dann kehren wir zurück kurz. Und jetzt geht es im Grunde los. Ihr könnt schon sehen, das Gerät wird jetzt praktisch hier verbunden. Und dann warten wir mal kurz ab, was hier passiert. Hat auch schon geblinkt. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das Gerät wurde entdeckt. Es wurde gestartet. Und jetzt sind wir hier auch erfolgreich verbunden. Wir sind 100% und wir sind auch fertig. Sprich, wir können praktisch jetzt hier direkt starten und sind jetzt hier mit der App verbunden. Und da könnt ihr schon sehen, 85% Akku. Wir haben hier die ganzen anderen Punkte. Und da können wir im Grunde auch schon das Gerät direkt starten, dann wird hier aufgeladen und wir können auch hier mit der automatischen Reinigung beginnen. Also zum Starten einfach die automatische Reinigung anklicken und da geht es auch schon los. Jetzt wird im Grunde hier gestartet und dann fährt er auch hier schon raus. Das Ganze könnt ihr ebenfalls in der App mitverfolgen und ja, dann könnt ihr auch schon sehen, wenn ihr jetzt hier draufklickt, haben wir hier praktisch einen Standort und da wird auch automatisch so eine Karte erzeugt. Jetzt fährt er praktisch hier rum. Jetzt würde ich einfach mal sagen, lassen wir ihn mal kurz so ein bisschen laufen. Und mal gucken, wie er praktisch hier so alles saugt. Also, der macht es schon so, dass im Grunde hier alles soweit sauber wird. Das orientiert sich jetzt erstmal kurz und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Da könnt ihr jetzt mal sehen, wie der Ganze hier funktioniert. Er baut sich also hier seinen Weg auf und fährt auch hier eigentlich alles sauber ab. Und er erkennt auch hier die äußeren Möbelstücke, sprich er stößt hier nirgendwo an, was auch hier schon mal sehr gut ist. Auch in der App können wir jetzt sehen, wie er praktisch hier zurechtfindet. Und was er praktisch hier reinigt und wo es sich gerade befindet. Und auch hier können wir jetzt die Akkulaufzeit sehen. Wir haben hier die Laufzeit in Minuten und auch hier die Anzahl der Quadratmeter, die gereinigt werden. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz die App durch. Ich werde euch mal kurz hier die Hauptfunktionen zeigen. Es gibt hier praktisch die Möglichkeit, dass wir direkt zur Aufladestation zurückfahren. Wir können hier praktisch die automatische Reinigung starten. Es gibt dann hier mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel hier, dass wir gründlich reinigen oder auch hier die Ecken reinigen. Beim gründlichen Reinigen könnt ihr schon sehen, wird er nochmal deutlich leistungsfähiger und saugt hier mal deutlich mehr. Also hier könnt ihr schon sehen, dass er hier auch einiges mehr mitmacht. So, gehen wir kurz hier die weitere Funktion durch und zwar hier Along Edge. Und da wird im Grunde hier der Roboterstaubsauger anhand den Ecken praktisch einfach entlang fahren. Und jetzt gucken wir uns auch nochmal kurz hier direkt an. So, gucken wir uns mal kurz an, wie die Eckenreinigungsfunktion aussieht. Könnt ihr schon sehen, der fährt jetzt hier akkurat an den Ecken hoch.
stößt auch nirgendwo an. Und wir gucken mal kurz, wie es da vorne dann aussieht, ob er da weitermacht. Also auch hier fährt er einmal kurz hier rum. Ja, und es sieht ebenfalls soweit gut aus. Macht das sehr gut. Wir können schon sehen, der reinigt hier akkurat die Ecken durch. Da können wir jetzt hier eine Spot-Clean-Funktion machen. Da wird im Grunde hier der Roboterstaubsauger hier auf der Stelle dann gereinigt. Da dreht er sich praktisch hier einmal so und reinigt hier nochmal intensiver die Stellen durch. Gucken wir uns auch mal gleich kurz an, wie das hier funktioniert. Und ja, können wir schon sehen, der reinigt auch hier wirklich sehr gut und zuverlässig dann diese Ecke auf. Da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr Abstand lassen. Da gibt es hier die Wischfunktion, das werden wir uns aber nachher nochmal anschauen. Das war jetzt im Grunde hier alles und jetzt würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal kurz hier drauf. Hier haben wir nochmal ein paar weitere Möglichkeiten. Wir können auch hier die Fernbedienung aktivieren oder hier ausschalten. Und dann könnt ihr auch hier praktisch nochmal die Saugkraft einstellen. Habt ihr ja schon die Möglichkeit, gar nicht zu saugen. Da hört er praktisch auf, fährt nur durch die Gegend. Aber ihr könnt auch hier die maximale Stufe einstellen. Und dann soll im Grunde auch gleich hier auf maximale Leistung hochfahren und saugen. Ja, zweitem Grunde dazu, gehen wir mal kurz zurück. Jetzt werden wir mal kurz pausieren, jetzt machen wir mal kurz ein paar kleinere Tests, um mal kurz uns anzuschauen, wie praktisch die Saugleistung auch aussieht. So, ich habe jetzt hier ein paar Krümel verteilt, ihr könnt schon sehen, so sieht das jetzt im Grunde aus. Jetzt wollen wir einfach mal kurz testen, wie schnell und wie sicher und effizient der praktisch hier alles reinigt und wie lange es braucht, bis er praktisch hier alles aufgesaugt hat. Da würde ich sagen, starten wir auch sofort durch. Wir gehen mal wieder auf Reinigen und dann geht es auch schon los. Und ja, mal gucken, was er praktisch so kann. Also er fährt schon mal sehr gut drüber. Könnt ihr schon sehen, die sind hier alle aufgesaugt. Bleibt auch nichts mehr übrig. Jetzt dreht er gerade mal kurz und gucken mal kurz, wie er so weitermacht. Da geht er auch schon weiter hier. Finde schon den nächsten Krümel, saugt ihn auch hier sehr gut auf. Auch das hat er sehr gut gemacht. Und da konntet ihr jetzt auch sehen, hat er eigentlich auch hier wirklich sehr gut aufgesaugt. Und innerhalb kürzester Zeit hat er hier praktisch alle Krümel dann entfernt. Also, hier schon mal ein deutlicher Pluspunkt, hat er sehr gut geschafft. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir mal kurz draußen nochmal auf dem Laminat uns das mal hier anschauen, wie das praktisch hier aussieht. So, jetzt habe ich hier mal den Standort gewechselt und jetzt sind wir praktisch hier in meinem Wohnzimmer. Ich werde mal hier kurz ein paar Sachen ausverstreuen und dann werden wir uns auch gleich nochmal wiedersehen und uns mal kurz angucken, wie praktisch auch hier er die Reinigung dann praktisch durchführt. Also, jetzt können die Krümel sehen. Jetzt würde ich einfach mal sagen, starten wir nochmal kurz durch und werden uns mal angucken, wie es praktisch hier ebenfalls aussieht mit der gesamten Reinigung, ob auch hier auf diesem Laminat es sehr gut reinigen kann. So, los geht's und wir gucken mal, was jetzt passiert. Er muss sich jetzt erst orientieren, aber er fängt auch schon direkt an und saugt auch hier schon mal die ganzen Krümel auf. Da haben wir jetzt ein paar Ecken, da bin ich ebenfalls mal gespannt, wie er da reagiert, ob das praktisch hier auch alles soweit passt. Aber das macht er ebenfalls sehr gut und ihr könnt schon sehen, auch hier wird dann alles akkurat aufgesaugt. Und da geht er jetzt auch schon weiter, ihr könnt schon sehen, da macht er jetzt hier weiter und dann geht es praktisch hier über. So, jetzt hat er einfach alles hier aufgesaugt. Ich denke mal, das passt auch soweit. Die Zeit ist vollkommen in Ordnung. Da hat er relativ schnell den ganzen Schmutz erkannt und auch hier dann beseitigt. So, dann würde ich mal sagen, werden wir mal kurz hier diesen Schmutzbehälter rausnehmen. Einfach hier draufklicken. Und dann können wir auch schon sehen, da ist jetzt hier einiges drin. Also hier sind die ganzen Sachen drin. Hat sich hier sehr gut aufgefangen. Jetzt werden wir den mal kurz hier leeren bzw. öffnen. Also ganz einfach hier drauf machen. Da könnt ihr schon sehen, wir haben hier wirklich alles sehr gut aufgesaugt. Da haben jetzt hier auch viele Schmutzpartikel dran. Also hier hat der Filter einiges aufgesaugt. Ihr konntet schon sehen, was hier also eigentlich auf dem Boden so alles liegt. Ist ja schon recht schmutzig gewesen. Und da haben wir im Grunde auch alles drin, was praktisch hier aufgesaugt wurde. Also da hat er wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Die ganzen Schmutzpartikel sind hier sehr gut aufgenommen worden. Und jetzt kann man das ganz einfach hier reinigen bzw. hier über den Mülleimer wieder ausleeren. So, ich habe es jetzt gereinigt. Ich mache es wieder zu und jetzt kommen wir zum weiteren Test und zwar wollen wir jetzt mal kurz hier testen, wie das Ganze hier mit dieser Wischmopp-Funktion funktioniert. Da gibt es jetzt praktisch hier diesen Behälter, ich zeige es euch mal kurz, da könnt ihr jetzt Wasser reinleeren und natürlich auch ein bisschen Reinigungsmittel und dann testen wir mal kurz hier, wie praktisch das mit dieser Wischmopp-Funktion funktioniert. Ich leere mal kurz hier ein bisschen Wasser rein. So, das Wasser wäre jetzt praktisch hier drin und ihr könnt schon sehen, da ist jetzt ein bisschen Wasser drin. Ich mache es mal kurz hier zu. Ich mache das jetzt mal kurz hier so rein und werde mal kurz hier diese Wischmopp-Einheit einfach unten dran machen. Dazu drehen wir den mal am besten kurz hier um.
Dann machen wir das mal kurz hier so drauf. Und dann kann es auch schon losgehen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier der Wischmopp so alles ausrichten kann. Werden wir ebenfalls gleich testen. So, ich mache damit hier an, automatische Reinigung. Und da müssen wir jetzt hier natürlich auf Wischen gehen, also hier draufklicken, damit der Wischmopp ebenfalls aktiv wird. So können wir schon sehen, der Wischmopp, der muss jetzt sich erstmal ein bisschen mit Wasser vollsaugen, aber er hat schon hier die ersten Spuren hinterlassen. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, wie gut das Ergebnis danach aussieht und wie er auch hier fleißig durchwischt. So, jetzt ist im Grunde hier vollgesaugt. Jetzt geht es auch schon los und ja, jetzt macht er gerade die Ecken sauber, auch sehr schön. Hier ebenfalls alles schön nass. Jetzt geht er auch hier nochmal drüber und ihr könnt schon sehen, das Ganze ist auch hier deutlich dann feuchter geworden. So, jetzt könnt ihr auch hier nochmal in der App sehen, wie sich der praktisch bewegt und wo er sich gerade befindet. Da hat er also praktisch hier auch eine interne Karte, damit man immer weiß, wo er gerade ist. Und das Ganze sieht auch soweit sehr gut aus. Also es wird im Grunde hier genau diesen Raum entsprechen, was ihr praktisch hier auch durchsehen könnt. Also auch hier sehr gut, macht hier im Grunde alles nass und wischt auch hier sehr gut durch. Also so sieht jetzt der Boden aus. Ihr könnt schon sehen, der ist hier recht feucht. Also hat er hier sehr gut gemacht und hat auch hier schon mal gereinigt. Und ja, also die Wischmopp-Funktion ist gut, funktioniert auch sehr zuverlässig. Und jetzt gucken wir uns gleich mal kurz den Wischmopp nochmal hier von unten an. So, gucken wir uns mal kurz den Wischmopp jetzt nochmal hier von unten an. Ich mache den gerade mal kurz so für euch weg. Mal gucken, wie er jetzt aussieht. Also hier könnt ihr schon sehen, der ist hier überall beinahe befeuchtet. Und ja, da tropft im Grunde das Wasser rein und das wischt dann auch hier weg. Und wenn das praktisch hier alles komplett fertig ist, könnt ihr den Wischmopp ganz einfach hier entfernen und dann praktisch auch hier dann ja, reinigen bzw. in eure Waschmaschine reinschmeißen und praktisch dort den ja, Wischmopp bzw. hier dieses Tuch dann nochmal reinigen lassen und trocknen. So, auch hier auf diesem Laminatboden werden wir nochmal kurz einen kleinen Wischtest durchführen und mal gucken, wie ihr praktisch hier abschneidet. Also ich starte mal kurz durch und dann geht es auch schon los. Wir werden jetzt hier ebenfalls mal die Wischreinigung aktivieren und dann gucken wir mal, wie das hier aussieht. Also hier fängt das schon mal sehr gut an. Ihr könnt also auch hier schon mal die Streifen sehen. Ja, und dann gucken wir mal kurz, wie das Ergebnis gleich aussieht, wenn er hier praktisch die ersten Reihen dann fertig hat. So, dann navigiert er jetzt mal ein bisschen hier drumherum um die Couch. Auch das macht er hier sehr sauber, kann man ihm nicht vorwerfen, dass er hier irgendwie schlampig arbeiten sollte. Also, das ist jetzt hier der Laminatboden, ihr könnt schon sehen, der ist hier wirklich sehr schön feucht, aber nicht zu feucht. Ich denke mal, das ist genau richtig. Also hier hat er ebenfalls sehr gute Arbeit geleistet und konnte hier praktisch auch einiges wegsaugen. Auch hier hat er sehr gut gesaugt, ihr könnt schon sehen, hier sind auch feuchte Stellen und da hat er ebenfalls dann sehr gut dann gereinigt. So, jetzt machen wir noch einen abschließenden Test und zwar muss er jetzt hier automatisch zur Ladestation zurückkehren und deshalb mal kurz testen, wie lange er braucht, bis er die Ladestation findet. Er befindet sich jetzt praktisch hier unmittelbar davor und dann gucken wir mal kurz, wie sich der praktisch hier verhält. Das Ganze könnt ihr ganz einfach steuern, einfach hier aufladen beginnen und dann sucht ihr automatisch eine Ladestation ab. Wir gucken mal, was jetzt hier passiert. Also hier sucht er schon seine Ladestation, fährt es ab und zu mal hin und her und dann gucken wir mal, ob er das Signal hier auch entdeckt. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt hat er es schon gefunden, also hier hat er es ja recht zügig dann auch erkennen können und jetzt fährt er auch schon hier auf die Ladestation zu und startet automatisch mit seiner Aufladung. So. Wunderbar, hat sehr gut funktioniert, hat er wirklich im Nu gefunden. Auch hier gibt es einen Pluspunkt von mir. So, dann kommen wir jetzt abschließend zu meinem Fazit zum Wegtide Nimble T8 Roboter Staubsauger. Der hat hier wirklich soweit alles sehr gut abgeschnitten und abgeschlossen. Er hat hier wirklich sehr gut gereinigt. Und ihr könnt auch schon sehen, die Funktion, wie zum Beispiel hier das automatische Zurückführen zur Ladestation, hat ja auch ebenfalls sehr gut funktioniert. Wir haben hier eine Wischmopp-Funktion mit dabei, die ebenfalls sehr praktisch ist. Wir haben hier eine deutsche Anleitung. Wir haben auch hier die Möglichkeit, das Ganze über die Fernbedienung zu steuern. Das habe ich jetzt euch nicht unbedingt direkt hier in diesem Video ausführlich gezeigt, aber ich denke mal, das sollte auch hier selbst erklärend sein und die meisten von euch werden auch hier die Smartphone-App dann anwenden. Die Smartphone-App ist hier wirklich sehr geschickt. Wir haben hier sehr viele Funktionen, sieht sehr übersichtlich aus. Ihr konntet auch schon sehen, das Ganze kann man hier ebenfalls einfach bedienen. Und hier oben werden dann auch hier praktisch dann immer die ganzen Eckdaten zu dieser, ja, zu diesem Roboterstaubsauger angezeigt. Da haben wir auch nochmal verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung. Ihr könnt zum Beispiel auch hier Gerätinformationen und Co. einstellen und es auch hier zum Beispiel freigeben an andere.
Also, kommen wir abschließend zu meinem Fazit. Sieht zwar jetzt sehr gut aus, für den Preis von 170 Euro kann man sich hier nicht beschweren. Ist ein tolles Produkt, was seinesgleichen sucht. Und die 2-in-1-Funktion, also Saugen und Wischen, ist auf jeden Fall hier sehr praktisch. Und unterstützt nochmal hier das einfache Reinigen zu Hause, wenn auch ihr hier praktisch nicht vor Ort seid. Ich kann euch nur empfehlen, ich werde euch hier auf jeden Fall den Link unten in die Videobeschreibung packen. Schaut dort mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf. Und dann könnt ihr euch nochmal separat hier über diesen Roboterstaubsauger informieren. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.